später so ein Schlauberger in der Zeitung geschrieben, ja, er bringt die Sachen, man muss ja den historischen Kontext betrachten. Und das ist ja nicht alles wörtlich zu verstehen. Doch, das ist wörtlich zu verstehen, weil du hörst hier den Befehl und du hörst nachher den historischen Zusammenhang, dass sie das auch ausgeführt haben. Das heißt, Gott gibt den Befehl und du sollst sie zu Tode bringen und sollst keine Gnade mit haben und du siehst nachher und so gingen sie in die Stadt und vernichten dort alles. Also ist totaler Quatsch, was die Leute erzählen. Aber daran siehst du, Bruder, dass diese Leute ein Problem mit ihrer eigenen Religion haben. Weil, wenn mir jemand sagt, ja, der Prophet, die haben Krieg geführt mit dem und dem Land, sag ich, ja, Alhamdulillah, ist passiert. Alhamdulillah, die haben nicht den Bann am Esel und am Tier und am Baby und am Säugling und an allem verwirrt und an der Frau. Ja? Aber sie haben da ein Problem mit. Das heißt, wenn du ein Problem damit hast und manche Leute sagen, ich beleidige die Bibel. Beleidige ich die Bibel, wenn ich aus der Bibel vorlese? Nein. Subhanallah, wie kann man die Bibel beleidigen? Ich beleidige die Bibel, wenn ich die nehme und in den Klo stopfe, aber das würde ich nie tun. Oder wenn ich irgendwas anderes damit mache oder sage, ach so ein, ja, die ganze, das ganze alles, das, so reden wir gar nicht, wir reden nur logisch, bitteschön, Argumente. Hier, ihr sagt, ich lese aus deiner Bibel vor, du musst doch mal froh sein. Schämst du dich deswegen? Ich schäme mich nicht. Lest ruhig die Verse vor. Wenn du mir irgendeinen Vers aus dem Koran bringst, der vielleicht dem normalen Menschen, oder was heißt dem normalen Menschen, dem orthodoxen, säkularen Verstand im Westen nicht gefällt, Alhamdulillah, habe ich keine Probleme mit. Aber was greifst du uns an, und wenn wir aus deiner Bibel vorlesen, dann wirst du wütend und läufst raus. Wie vor 3 Wochen, als wir einen Vortrag gehabt haben, wo ein Pfarrer in der ersten Reihe saß, ich wollte 5 Fragen stellen, auf einmal ist er weg. Subhanallah. Haben wir die und sagt, wir beleidigen die Juden und Christen. Ich beleidige Juden und Christen, wenn ich das Buch, wenn ich vorlese. Subhanallah, die können gut austeilen, aber schlecht einstecken, oder wie? Die können immer sagen, Islam, Islam, im Koran steht, du sollst sie zu Tode bringen, wo immer du sie findest. Ein Satz, ich lese hier den Kontext vor. Ja? Wir haben eben schon gesehen, was der Kontext ist. Subhanallah, und im Islam, und Yasser Arafat, das interessiert mich das. Mission Zid, call Allah, call Rasul. Was hat Allah gesagt, was hat der Gesandte gesagt? So, jetzt, weiter. Es geht dann weiter, die Geschichte. Und sie verstreckten den Ball in allem, was in der Stadt war, mit der Schärfe des Schwertes an Mann und Weib, Jung und Alt, Rindern, Schafen und Esel. Das heißt, alles getötet worden, Rinder, Schafe, Esel, Mann und Frau, Säugling, alles getötet worden. Jetzt. Jetzt kommt am Ende die Bestätigung im Vers 27, ja, Deuteronomium 6, Vers 27, der geht also auf diesen Vers 21 zurück. So war Gott mit Josua zufrieden, dass man ihn rühmte im ganzen Lande. Also Gott war zufrieden, dass Josua Frau, Kind, Jung und Alt getötet hat, Rinder, Schafe, Esel, war zufrieden damit. Das steht in der Bibel. Ist doch dein Buch, oder nicht? Ich habe da keine Probleme mit. Wir sagen, Allahu alam, sag nicht, dass die lügen. Sag nicht, die sagen die Wahrheit. Wir glauben an Allah, was herabgesandt ist. Wenn es herabgesandt worden ist, wir glauben dann. Wenn es nicht herabgesandt worden ist, dann wissen wir nicht. So, dann geht's weiter. Wenn ihr aber die, jetzt hier, das ist wieder Josua. Also so viel, ja, da kann man ja stundenlang vorlesen. Ne? Das ist Josua 8, 1 bis 29. Da steht dann zum Beispiel, da sprach der Herr zu Josua, strecke die Lanze in deine Hand auf Ai. Er ist diese Stadt, denn ich will es in deine Hand geben. Und als Josua die Lanze in seine Hand gegen die Stadt ausstreckte. Und sie erschlugen, dann geht es weiter in Vers 22, und sie erschlugen sie, bis niemand mehr von ihnen übrig blieb, noch entrinnen konnte. Also alle umgebracht, die ganze Stadt. Und sie erschlugen sie, bis niemand mehr übrig blieb. Und an diesem Tage fielen alle Männer, Frauen waren 12.000, alle Leute von Ai. Josua zog nicht eher seine Hand zurück, mit der er die Lanze ausgestreckt hatte, bis der Bann vollstreckt war an allen Einwohnern von Ai. Einwohner sind auch Kinder, oder? Gut. Dann geht's weiter. Jetzt kleine Bemerkung an die Zeugen Jehovas. Weil, ich habe ja eine Bibel, jetzt ist eine Übersetzung von Zeugen Jehovas, ja? Da gab es vor ungefähr 20 Jahren, gab es hier ein Verzeichnis hinten, wer die Bibelbücher geschrieben hat. Ja? Da stand dann immer der Schreiber, unbekannt, 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 unbekannt. Da sind einige Muslime hingegangen, haben gesagt,
Wenn du einen Zettel auf der Straße finden würdest, wo drauf steht, bete 70 Mal am Tag, würdest du 70 Mal am Tag beten? Da hat der Zeuge was gesagt, nee, ich weiß ja gar nicht, wer es geschrieben hat. Dann musste ich mir sagen, guck mal bei dir im Buch hier. Unbekannt, 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 unbekannt. So jetzt, auf einmal, einige Jahre später, erste Buch Moses, wer hat es geschrieben? Moses. Moses, Josef. Jetzt gibt es überall Schreiber. Dann bei Psalmen steht, das Kleingedruckte muss man, David und andere. Wer sind denn die anderen? Jetzt muss man das Kleingedruckte beachten. Was steht hier hinten? Hier in Klammern. Die Namen der Schreiber einiger Bücher sowie die Orte ihrer Niederschrift sind ungewiss. Ungewiss. Viele Zeit angeben sie nur andere annähernde Angaben. So jetzt. Bringe ich mal ein Beispiel kurz. Erstmal vom 5. Buch Moses, 34. Was Moses geschrieben hat. Also die schreiben ja, Moses hat das Buch geschrieben. Ja. Da steht 34. Moses schreibt. Danach. Ne, nicht lachen. Danach starb Moses, der Knecht Gottes. Also danach, Moses schreibt. Danach starb Moses, der Knecht Gottes, dort im Land Moab, auf dem Befehl Gottes. Und er begrub ihn. Also Moses wurde dann begraben. Er schreibt, dass er begraben wurde. Im Tal Land Moab von Beth Peor. Und niemand kennt sein Grab bis auf den heutigen Tag. Also Moses hat geschrieben, dass niemand sein Grab bis auf den heutigen Tag kannte. Und Moses war bei seinem Tod 120 Jahre alt, sein Auge war nicht trübe. Und die Söhne Israels beweinten Moses dann in den Wüsten, eben Moabs, 30 Tage lang. Dann schreibt Moses weiter, schließlich wurden die Tage des Weins der Trauzeit um Moses vollendet. Das ist in Deuteronomium 34, Vers 5 bis 8. Dann jetzt bei Josua, steht auch Josua hat das geschrieben. Wenn man dann genau guckt, ja, dann steht hier, und Josua brannte Ai nieder und machte es zu einem Schutthaufen für immer, der noch heute da liegt. Das ist in späterer Zeit aufgeschrieben worden. Ja, der bis auf diesen Tag da ist. Was ganz deutlich zeigt, dass das auch nicht von Josua geschrieben worden ist. Okay, aber kein Problem. Jetzt Josua sprach. Das ist jetzt wieder das Kapitel Josua. Es gibt verschiedene Bücher in der Bibel, es ist aus dem Alten Testament. Josua 10, 18 bis 43. Ich will nicht alles vorlesen, den ganzen Kontext. Wie gesagt, das ist eine ganze Menge hier. Ja. Hier steht dann wieder, die sind noch bis auf diesen Tag da. Gott sagt, vollstrecke den Bann an der Stadt und an allen, die daran waren. Und ließ niemanden übrig und tat mit dem König von Makeda, wie er mit dem König von Jericho getan hat. Dann ließ man niemanden übrig. Hier steht es weiter, Vers 30. Und Josua zog von Laschisch, dann geht er zum nächsten Ort, ließ niemand übrig. Und dann geht er dann zum König und all ihren Städten, Eglon und Hebron. Und er ließ niemand übrig, 37, und dann 39, er ging dann zu Debir, kämpfte gegen die Stadt und eroberte sie samt ihren König und all ihren Städten, und sie schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes und vollstreckten den Bann an allen, die daran waren, und er ließ niemand übrig, 39, so schlug Josua das ganze Land auf dem Gebirge im Süden im Hügelland und an den Abhängen mit all seinen Königen und ließ niemand übrig und vollstreckte den Bann an allem, was Odem hatte, wie der Herr, der Gott Israel es geboten hatte. Wie der Herr, der Gott Israel, ist geboren. Und wer ist der Herr, der Gott Israel? Der allmächtige Gott, laut Christentum, ist Jesus Gott, oder? Oder sind die sich uneinig geworden, Vater und Sohn? Manche sagen. Oder später entstanden. Also Gott hat später entstanden worden. Nein, es wird gesagt, das Wort war schon immer da gewesen. Und ich denke, dass die sich normalerweise einig sein würden, aber da komme ich nachher nochmal zu. Und nun unterwarf all diese Könige mit ihrem Land auf einmal, denn der Herr, der Gott Israels, stritt für Israel. Hier geht's weiter. Das war Josua 10, 18 bis 43. Jetzt, erste König, da sprach ein Mann von den Prophetenjüngern zu seinem Nächsten auf des Herrn Gebot, schlage mich, aber er weigerte sich, ihn zu schlagen. Da sprach er zu ihm, weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht hast, siehe, so wird dich ein Löwe schlagen, wenn du von mir gehst. Und als er von ihm ging, fand er einen Löwe und er schlug ihn. Dann, 1. Könige 13, 1 bis 2. Und siehe, ein Mann Gottes kam von Juda auf das Wort des Herrn, hin nach Bethel und so weiter. Und er rief gegen den Altar auf das Wort des Herrn hin und sprach, Altar, Altar, so spricht der Herr, siehe, es wird ein Sohn im Hause David geboren werden mit dem Namen Josia, der wird auf dir schlachten, die Priester der Höhen, die auf dir opfern, und er wird Menschengebein auf dir verbrennen. So, dann, erste Menschengebein verbrennen, der wird die Priester schlachten auf dem Altar. Dann, 1. Könige 21, Vers 21, siehe, ich will